Mein Vater hat von seinem Vater eine Uhr bekommen mit 18. Und die hat er mir dann weitergeschenkt. Und von dort an hatte ich eigentlich den Traum, eines Tages einmal eine Uhr zu entwerfen. Rein geschichtlich gesehen war Diastar die erste kratzfeste Uhr. Und das Glas hat mir jetzt ganz, ganz gut gefallen, dass das eigentlich nicht glatt ist, sondern facettiert. Wo ich erst beim zweiten Blick erkennt man, dass das einen Schliff hat. Für mich ist das eigentlich eine Ehre, so eine Uhr zu redesignen. Bei der Diastar habe ich das Original angeschaut und mir gesagt, okay, ich habe zuerst die Geometrie verstanden, wie die aufgebaut worden ist. Und dann schaue ich einfach nur so die Uhr an und sage ich, was hätte ich jetzt anders gemacht? Anniversary, also Geburtstag von den 60 Jahren. Natürlich gibt es eine Art wie Druck, weil ja, das sind Ikonen, das sind Meisterleistungen in der Geschichte der Schweizer Uhren. Und ich respektiere die Geschichte und möchte aber einen Schritt machen. Genau bei der Edition, denke ich, haben wir das können integrieren mit neuem Material, Ceramos, mit jetzt einem sechseckigen Schliff, hexagonalen Schliff, wo ich Bezug nehme auf die 60 Jahre. Ja, das ist eigentlich etwas vom Schönsten als Designer, nämlich die Vorstellung, die man entwickelt während dem Prozess, also der Traum oder das Bild, wo man eigentlich am Schaffen ist. Und wenn sie dann fertig ist und man sie kann auch sogar anziehen und tragen, das ist schon ein ganz ein kleiner Moment des Glücks, der aber enorm ist. Und ja, man ist schon sehr, sehr stolz und ja, ich freue mich schon, sie zu tragen.